Denke ich an Hanau, denke ich auch an diesen Abend allein zu Haus, an das Entsetzen darüber, dass so etwas passieren kann, an das Gefühl, nicht sicher zu sein. Ich denke an ängstliche Blicke auf Twitter und die Tagesthemen-App, an immer wieder aktualisierte Feeds. Ich denke an Freunde, die anrufen und sagen, hey, bist du okay? Und ich denke aber auch an die, die von Hanau hören, mit den Schultern zucken und zum Karneval gehen oder ins Museum oder in den Club. Rassismus betrifft uns nicht alle auf die gleiche Weise. Deswegen müssen die, die nicht von Rassismus betroffen sind, ihn endlich zu ihrem Problem machen. Denke ich an Hanau, denke ich an die vielen kritischen Stimmen, an die Mahnungen, die lange vor dem Terroranschlag in Hanau vor Rassismus, vor Antisemitismus, Menschenfeindlichkeit gewarnt haben. Deswegen ist es wichtig, von Rassismus und Menschenfeindlichkeit betroffenen Menschen zuzuhören. Denke ich an Hanau, denke ich an den Mythos des Einzelfalls, daran, dass der Vater des Täters dasselbe menschenfeindliche Gedanken gut weiterpropagiert, so wie beim Täter von Halle oder München oder der NSU. Vor allem denke ich aber an die Hinterbliebenen der 9 jungen ermordeten Menschen. Denke ich an Hanau, denke ich an Mütter, an Väter, an Geschwister, an Leid und Trauer, auch in mir. Aber ich denke auch an gute Sachen. An die Bildungsinitiative Ferhat Unvar, an die Initiative 19. Februar und an all die gemeinsamen Aktionen und Aktivitäten in ganz Deutschland, die uns allen Kraft geben und nach vorne blicken lassen. Denke ich an Hanau, denke ich an meine Verantwortung dafür, dass so etwas nicht nochmal passiert. Wir sind alle mitverantwortlich dafür, dass sich Hanau nicht wiederholt und auch dafür, dass Hanau nicht vergessen wird. Wir werden Hanau nicht vergessen. Denke ich an Hanau, dann denke ich an dieses Land und alle, die hier leben. Und dass wir es quer durch die Gesellschaft einfach nicht hinbekommen, die Menschen wirklich gleich zu behandeln und zu beschützen. Und dass in diesem Land so viele Menschen dem Hass keinen Einhalt gebieten, weil sie meinen, er beträfe sie nicht. Aber er betrifft uns alle. Hanau betrifft uns alle. Der rassistische Terroranschlag in Hanau ist für mich etwas, was nie hätte geschehen dürfen und trotzdem passiert ist. Dafür, dass es nicht noch einmal geschieht, dafür sind wir alle verantwortlich. Denke ich an Hanau, dann denke ich daran, dass es auch Menschen hätten sein können, die ich kenne, die auch in Hanau leben und die dort auch an den Orten unterwegs sind, wo der rassistische Mord stattgefunden hat. Dann atme ich tief durch und sage zum Glück. Denke dann aber an die vielen anderen, wie die Schwester von Hamza Kurtovic oder die Mutter von Ferhat Unvar, die nicht sagen können zum Glück. Denke ich an Hanau, dann denke ich an all die Leben, die nicht gelebt wurden. An die Stille, an die Leere, die jetzt in den Familien ist. An die Trauer, die nicht getrauert werden kann, weil es so viel aufzuklären gibt. Ich fühle vieles, wenn ich an Hanau denke. Und ich sehe die Menschen, die sich aktiv dafür einsetzen, dass nicht vergessen wird. Und so bleibt mir die Hoffnung. Es gilt aber auch, widerständig zu bleiben. Denn Hanau ist überall. Denke ich an Hanau, denke ich daran, dass es unsere Pflicht ist, zu erinnern, sichtbar zu machen, zu verändern. Dass so etwas nie wieder geschieht, liegt in unserer Verantwortung. Für unsere Gesellschaft sind wir verantwortlich, jeder einzelne von uns. Wenn ich an Hanau denke, denke ich an 9 junge Menschen, die ihr Leben verloren haben. Ich denke an ihre Eltern, an ihre Geschwister, an ihre Freunde. Ich denke an mehr als 200 Menschen, die seit der Wiedervereinigung durch rechte und rassistische Angriffe ihr Leben verloren haben. Ich denke an Tausende von Verletzten. Ich denke an Gesellschaft, die immer noch nicht mit Rassismus und Antisemitismus fertig geworden ist. Denke ich an Hanau, denke ich daran, dass jüdische und muslimische Menschen
KurdInnen, Sintize und Rumänier aller Wahrscheinlichkeit nach das gleiche Schicksal teilen werden. Entweder wir überleben alle gemeinsam in diesem Land oder keiner und keiner von uns.